Hey Leute, was geht ab? Hier ist Imart und vor ein paar Stunden kam der neue Modern Warfare 3 Spec Ops Survival Mode Trailer raus. Zu diesem Anlass dachte ich mir mal, dass ich ein kleines Breakdown des Trailers machen werde, aber anstatt dass ich euch den ganzen Trailer, den ihr wahrscheinlich sowieso schon gesehen habt, nochmal zeige, habe ich die wichtigsten Momente und Hinweise aus dem Trailer in Bilder verfasst und werde gleich darüber kommentieren, was man Wichtiges entnehmen kann. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Holt euch eine Tüte Popcorn, lehnt euch zurück und passt vor allem gut auf, denn in diesen paar Bildern stecken eine Menge Infos. Auf dem ersten Bild sehen wir alle Punkte und Infos, die gleich in den folgenden Bildern nochmal gezeigt werden. Das alles zuvor zu lesen wäre aber ein bisschen langweilig, aber natürlich könnt ihr hier schon mal gerne pausieren und euch alles durchlesen. Ich mache jetzt aber einfach mal mit den nächsten Bildern weiter. Hier sehen wir ein M16A4 Sturmgewehr mit einem Rotpunktvisier, das dem von Call of Duty 4 verdächtig ähnlich sieht. Im folgenden Bild legen wir unseren Fokus auf die Minimap oben links, denn dort sehen wir, dass die Gegner, also die Bots, Helikopterunterstützung haben. Das heißt, dass es wohl auch Wellen gibt, in denen man gegnerischen Air Support bekämpfen muss. So sieht es aus, wenn man den Spielmodus beginnt. Man startet mit einer Pistole, ein wenig Munition und einem Schild mit 100 Health Points. Dieses Bild ist sehr interessant, denn genau in diesem Moment wird der Spieler für seine Abschüsse und das damit verbundene Punkte erlangen belohnt, indem er befördert wird. Damit schaltet er Perks frei wie Extreme Conditioning, Sit-Rep und Steady Aim. Warum ist es so interessant? Naja, wir haben gerade ein paar Infos erhalten, was für Perks in MW3 erhalten sein werden. Dieses und das folgende Bild hängen zusammen, und zwar zeigen sie die Nahkampfanimationen in MW3. Wir sehen hier, der Spieler hat keine Munition mehr, also muss er aufs Messer zurückgreifen. Angekündigt war, dass das Nahkampfsystem von Grund auf geändert wird. Mir persönlich schien, also es sah so im Trailer aus, dass es kein Stück geändert wurde. Schaut euch die Szene einfach nochmal an im Originaltrailer, vielleicht stellt ihr ja Unterschiede fest, ich hätte leider keine erkennen können. Hier sehen wir den Waffenshop. Man hat die Option, neue Munition oder neue Waffen zu kaufen. Außerdem hat man hier die Möglichkeit, wie bei den beiden anderen Arten von Shops, die ich euch gleich zeigen werde, dem Mitspieler Geld zu spenden, damit er sich ebenfalls etwas leisten kann und man selbst Überschuss hat. Und da haben wir auch schon den Ausrüstungsshop. Hier können wir Sachen wie Frags, Claymores und Sentry Guns sowie auch Last Stand und vielleicht auch noch andere Perks kaufen. Ich gehe aber davon aus, dass Last Stand nach Angaben nicht im Multiplayer, sondern bloß in Spec Ops erhalten sein wird. Hier sehen wir eine Sentry Gun in Aktion. Und ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass die Sentry Guns eine ziemlich wichtige Rolle im Survival Mode spielen werden. Und zu guter Letzt sehen wir den Air Support Shop. Sicher ist, dass man Predator-Raketen, eine Truppe von Soldaten und eine Truppe von Riot Shieldern anfordern kann. Ich gehe aber davon aus, dass die beiden verbleibenden Optionen, die man da leider nicht sehen kann, der Pablo und das AC-130 Gunship sein werden. Das ist wie gesagt nur eine Annahme von mir, warum erfahrt ihr gleich. Und hier sehen wir den eben genannten Delta Squad. Sie kommen wie die Riot Shielder über Helis und sahen sich dann ab und sind dann wohl zum Kampf bereit. Die nächsten drei Bilder hängen wieder zusammen. Hier sehen wir nämlich, wie das AC-130 funktionieren wird. Die Bedienungsanleitung: man nehme eine Rauchgranate, werfe sie auf den Boden und warte auf das Feuerwerk. Das hier finde ich ehrlich gesagt ziemlich hart. Wir haben hier nämlich einen Kampfhund, der unser Mitspieler angreift und nachdem wir ihn dann getötet haben und sein Puls verschwindet, explodiert er durch C4. Und hier haben wir nochmal die Predator Missile, nur nochmal zur Bestätigung, dass es sie wirklich geben wird. In diesem Bild werden uns zwei Dinge verraten. Einmal, dass es wieder ein ACOG-Visier geben wird. Juhu! Und jetzt kommt's, dass der Payflow sein Comeback feiern wird, da wir ihn oben links in der Minimap erkennen können. Hier haben wir nochmal ein Tutorial, wie man Juggernauts am besten erledigen kann. Person 1 lenkt mit dem Riot Shield ab und Person 2 feuert wie ein Blöder. Zu guter Letzt wird uns noch ein kleines Equipment aus dem Multiplayer vorgestellt. Es schaut so aus, als wenn ein Gegner in die Nähe dessen geht, fliegt es in die Luft und explodiert. Besonderes Augenmerk sollten wir dabei auch noch oben links auf die neu gestaltete Minimap legen, denn die wurde anscheinend, wie gesagt, neu designt und ziemlich anschaulicher gemacht. So Leute, das war mein Modern Warfare 3 Spec Ops Survival Mode Trailer Breakdown und ich hoffe einfach bloß, dass es euch gefallen hat und dass ihr hierbei Spaß hattet, denn wenn nicht, dann waren diese 3 Stunden Arbeit hier umsonst und ich muss weinen. Nein, also wenn es euch gefallen hat,
dann bitte ich euch, dieses Video hier mit einem Daumen hoch zu versehen und eventuell sogar zu favorisieren. Es hilft mir wirklich unglaublich und ich hoffe, dass ihr mir diese durch eure Bewertung erhöhte Aufmerksamkeit gönnt. Außerdem würde ich mich über positive Resonanz in den Kommentaren freuen und das würde mich dazu motivieren, solche Breakdowns erneut zu machen. Und zum Beispiel beim Modern Warfare 3 Multiplayer Trailer, der in einem Monat erscheinen wird. Also Leute, bis dann und macht's gut.